Snow ist noch immer nicht aufgewacht, aber ich habe Hoffnung. Ich würde so gerne verstehen, was passiert ist. Laut den Erzählungen meiner Kollegen muss Snow kurz nach 5 Uhr in den Garten gegangen sein. Und dann soll meine Schwester sie überrascht haben. Meine eigene Schwester. Wie lange sie bewusstlos am Boden lag, kann niemand sagen. Nun können wir nur hoffen. Und nun sind wir wieder bei unserer Familie Parker und sehen hier ein etwas unübliches Bild. Naveen und Damon bereiten für die ganze Familie Frühstück zu. Wir haben Freitag, es ist 6 Uhr morgens, Snow und Oliver sind beide noch im Krankenhaus, wie wir im Intro gesehen haben. Wir wissen ja noch nicht, wie es mit unserer Snow weitergeht. Als Naveen von dem tragischen Unfall seiner Mutter gehört hat, hat er in Brightchester natürlich alles stehen und liegen gelassen und ist vorübergehend nun wieder bei seiner Familie eingezogen. Also eingezogen jetzt wirklich nur so lange, bis Snow hoffentlich wieder nach Hause kommt. Ich wollte gerade sagen, die Drillinge schlafen auch noch, aber Christopher ist nicht hier. Der ist schon hier unten mit einer stinkenden Windel und hat sich ein Grillkäse-Sandwich genommen. Und auch unseren Damon hat das ganze Ereignis natürlich nicht kalt gelassen. Er fühlt sich momentan aber selbstsicher und das liegt daran, dass ihn dieses Ereignis dazu inspiriert hat, sein Leben komplett umzukrempeln. Deshalb wird er jetzt zu seinem Zwillingsbruder hingehen und sich einmal entschuldigen. Naveen, es tut mir unendlich leid. Ich weiß jetzt, dass du recht hattest. Ich hätte Mom und Dad nicht so behandeln sollen. Es ist wirklich tragisch, dass Mom erst so was Schreckliches passieren musste, damit ich begreife, dass das so einfach nicht geht. Und dann geht er noch eine Stufe weiter und wird ihm von seinen Zukunftsplänen erzählen. Damon war ja immer sehr privat, was all seine Vorlieben und Hobbys anging, aber er wird nun erstmal Naveen erzählen, wie sehr er Musik liebt und dass er in diesem Hobby seinen zukünftigen Beruf sieht. Und dann wird Naveen ihm einmal von der Uni erzählen und wird sagen, weißt du das nicht? Man kann Musik auch studieren. Ich weiß, du hattest jetzt nicht die besten Noten, aber versuche es doch. Bewirb dich doch bei der Uni. Möglicherweise klappt es. Und dann könntest du bei mir und Jillian in der WG einziehen. Naveen hat jetzt tatsächlich auch gleich seine erste Unterrichtsstunde. Und bei all dem Trubel hat er seine Hausaufgaben natürlich nicht gemacht. Außerdem ist er unglaublich müde. Aber das kann ihm wirklich niemand verübeln. Das ist immerhin eine Ausnahmesituation. Naveen ist jetzt auch schon auf dem Weg zur Vorlesung, deshalb wird unser Damon einmal das Frühstück wegräumen und danach muss er sich um etwas anderes kümmern. Er hat am Vormittag nämlich einen Geburtstagskuchen gebacken. Ob ihr es glaubt oder nicht, heute hat nämlich schon wieder jemand Geburtstag. Und zwar werden unsere Drillinge heute schon zu Kindern, was irgendwie unheimlich tragisch ist, denn ihren letzten Geburtstag haben wir vergessen. Und nun ist ihre Mom im Krankenhaus. Oh, jetzt sehe ich erst, dass alle drei furchtbar traurig sind, weil keines ihrer Elternteile in der Nähe ist. Also während Naveen, Damon und Noah wirklich gut mit der ganzen Situation umgehen, haben die Drillinge natürlich keine Ahnung, wo ihre Mom und ihr Dad plötzlich hin sind. Oh, sie tun mir so leid. Ich hoffe, Snow kommt bald wieder nach Hause. Und nun haben wir einige Stunden später. Es ist kurz nach 15 Uhr. Naveen und Noah sind wieder zu Hause. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir mit den Kleinen Geburtstag feiern. Als erstes wird unser Damon Adam dabei helfen, die Kerzen auszublasen. Und unser stinkender und müder Adam hat Geburtstag. Unser Adam ist ja unser Bashful, also der schüchterne Zwerg, der jetzt nicht unbedingt für seine soziale Ader bekannt ist. Deshalb würde ich ihm gern Einzelgänger geben und möglicherweise, wenn er dann zum Teenager wird, bekommt er auch noch sozial unbeholfen.
Jetzt als Kind würde ich ihm gern mental geben. Möglicherweise wird er ja so ein Klischee-Streber. Das könnte ich mir bei ihm ganz gut vorstellen. Drilling Nummer 2 ist an der Reihe. Unser Tayo Olaf wird nun zum Kind. Alles Gute zum Geburtstag, Tayo. Einerseits ist es natürlich tragisch, dass Snow und Oliver nicht dabei sein können, aber irgendwie ist es auch so süß zu sehen, wie die Familie dadurch zusammengewachsen ist. Tayo ist happy, deshalb ist es sehr naheliegend, dass wir ihm fröhlich geben. Die Regeln besagen ja, dass wir jedem Zwerg auch ein negatives Merkmal geben sollen. Und da habe ich bei Tayo wirklich gar keine Ahnung, was wir machen können. Also schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Und ihm geben wir jetzt einfach mal das Sozialbestreben, denn ein fröhliches, aufgewecktes Kind hat ganz sicher viele Freunde. Und zu guter Letzt dürfen wir natürlich auch unseren Christopher nicht vergessen. Oh, wie süß, sie singen einfach für ihn. Christopher ist unser kindischer und tollpatschiger Dopey. Und als Kind wird er erstmal ein Spinner und später wird dann auch noch tollpatschig dazukommen. Das könnte spannend werden. Und hier als Bestreben geben wir ihm einfach das Motorikbestreben. Und bevor wir weitermachen, zeige ich euch noch ganz schnell die Jungs. Hier haben wir unseren Tayo. Er als fröhliches Kind ist eben sehr bunt gekleidet und sehr auffällig und möchte vermutlich auch meistens im Mittelpunkt stehen. Dann haben wir da noch unseren Einzelgänger Adam. Er ist wirklich ganz, ganz anders als seine beiden gleichaltrigen Brüder. Er ist eher unscheinbar gekleidet und möchte im Hintergrund stehen. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, wenn Snow oder Oliver mal wieder mit einem Kleidungsstück daherkommen, das ihm ein bisschen zu bunt ist, dass er dann sowas sagt wie: Mom, Dad, das ist so peinlich. Ich kann das doch nicht anziehen. Da starren mich dann ja alle an. Und dann gibt es da noch unseren kindischen und albernen Christopher. Er ist sehr bunt gekleidet und grundsätzlich erinnert er mich so schon ein bisschen an Tayo. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden hat er lange Haare. So ist er nämlich gespawnt und irgendwie spiele ich sowieso viel zu selten mit Jungs mit langen Haaren. Deshalb ist er bei mir jetzt langhaarig geblieben. Und dann können sich alle mal ein Stück von dem Geburtstagskuchen nehmen. Damon hat ihn gebacken, aber er scheint trotzdem gut zu sein. Das hätte ich ihm ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, aber man wird ja immer wieder mal überrascht. Während Noah mit den Kleinen noch ihren Geburtstag feiert, sind Naveen und Damon hier zur Bibliothek von Windenburg gefahren. Denn unser Naveen hat Damon ja dazu ermutigt, sich bei der Universität zu bewerben. Und damit denen die Motivation nicht gleich wieder verlässt, sind die beiden zusammen hingefahren. Damon wird sich jetzt erstmal probieren, für jedes Stipendium zu bewerben, das irgendwie möglich ist. Und dann natürlich auch für die Universität. Zukünftiger Star. Sims, die Erfahrung als Bühnenkünstler besitzen, können sich für dieses Stipendium bewerben. Klar, machen wir. Immerhin wird er mal ein berühmter Geigenspieler werden. Dann noch Bildung für alle. Und zum Abschluss natürlich auch noch Bewohner von Windenburg. Und dann bewirbt er sich noch an der Uni. Naveen und Damon sitzen nun vor der Bibliothek und unterhalten sich noch ein wenig. Heute hat sich das Verhältnis der beiden wirklich um einiges verbessert. Und deshalb traut sich Damon auch ein Thema anzusprechen, das er bisher noch nie gemacht hat. Naveen, ich habe eine Frage. Du und Chillian, ihr wohnt doch zusammen. Läuft da eigentlich was zwischen euch? Und wie wir alle wissen, ist das zwischen den beiden ein wenig kompliziert. Und deshalb erzählt Naveen Damon jetzt auch, dass er nicht so genau weiß, was zwischen den beiden überhaupt läuft. Und Damon ermutigt seinen Bruder jetzt, dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Und weil Naveen sich auch wünscht, mit Chillian zu plaudern, wird er sie nun einmal anrufen und fragen, ob sie nicht nach Windenburg kommen möchte. Und wo wir gerade über Liebesbeziehungen sprechen, was sollen wir eigentlich mit Catherine und Damon machen? Damon versucht sich ja gerade zu verbessern und Catherine war nicht unbedingt der beste Einfluss. Was meint ihr?
Sollen wir sie auch mit nach Brightchester nehmen oder soll er dort jemand Neuen kennenlernen? Und Gillian wird gleich da sein. Jetzt wird es ernst. Damon macht sich so schnell wie möglich aus dem Staub, damit Naveen und Gillian allein sein können. Er wird jetzt einfach mal zu ihr hingehen und wird sie einmal umarmen. Und sie flirtet auch direkt mit ihm. Es ist ziemlich eindeutig, wo sich das hin entwickelt. Er wird ihr nochmal ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Dann wird er einmal mit ihr Händchen halten und dann wird er sie einfach mal bewundern und sich bei ihr bedanken, dass sie immer für ihn da ist und dass er sich so auf sie verlassen kann. Dann kann er ja nochmal seine Muskeln zeigen und ein wenig mit seinem Aussehen angeben. Und dann wird er sich trauen und wird versuchen, sie zu küssen. Naveen und Gillian haben ihren allerersten Kuss. Und dann wird er sie gleich bitten, ob sie seine Freundin sein möchte. Immerhin bahnt sich das zwischen den beiden schon so lange an. Es wird Zeit, dass sie es offiziell machen. Gillian und Naveen sind jetzt offiziell zusammen. Es war einmal das Märchen, das sich mein Leben nennt. Ich bin für immer jung, heirate endlich meinen wahren Prinzen. Und außerdem bin ich endlich meine Schwester los. Nevia ist sich sicher, dass sie das nicht überlebt hat. Zudem meint Nevia, dass ich wieder schwanger sei. Als Hexe würde sie das spüren. Aber das ist doch absoluter Blödsinn, oder? Nun sind wir hier in Solani. Serena hat endlich ihren Traummann geheiratet und hier in diesem bescheidenen kleinen Häuschen sind die beiden auf Flitterwochen. Wir haben 7 Uhr früh und Serena wird von tierischem Hunger geweckt. Anscheinend hatte sie auch einen sehr merkwürdigen Traum und deshalb braucht sie erstmal was zu essen. Sie frühstückt einen Teller mit Bratfisch, wie man das um 8 Uhr morgens ebenso macht. Der wurde übrigens von unserem Butler zubereitet. Der sollte hier auch irgendwo sein. Eigentlich dachte ich, unser Akito bleibt zu Hause und kümmert sich um Baby Coco. Aber anscheinend konnte das frisch vermählte Ehepaar auf ihn auf keinen Fall verzichten. Während Ryan noch am Schlafen ist, wird Serena auch einmal ins Meer gehen. Natürlich wird sie nackt baden. Was denn sonst? Es ist immerhin Serena. Und ein wenig über ihr Leben nachdenken. Denn sie fühlt sich ein wenig anders als sonst. Irgendwas ist seltsam. Nevia hatte zu ihr ja gemeint, dass sie schwanger sei. Aber nein, das kann doch nicht möglich sein, oder? Unser Ryan ist ja auch schon ziemlich alt und die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Kind zeugen kann, ist ja auch schon ziemlich gering. Um genau zu sein, hat er 141 Tage gelebt. Und das Spiel hat uns auch schon darüber informiert, dass er nicht mehr allzu lange leben wird. All das spricht ja eigentlich dafür, dass Serena gar nicht schwanger sein kann. Trotzdem hat sie da dieses seltsame Gefühl in sich, dass irgendetwas anders ist als sonst. Und deshalb geht sie zurück in die Unterkunft und wird einen Schwangerschaftstest machen. Und auch dafür zieht sie sich natürlich wieder mal nichts an. Unser Butler hat sich an den Anblick, glaube ich, auch schon gewöhnt. Wie sieht's aus, Serena? Sie ist tatsächlich schwanger. Serena erwartet ihr zweites Kind. Und deshalb spaziert sie gleich, immer noch nackt, wohlgemerkt, zu Ryan und wird ihm einmal die ewige Liebe erklären, ihn dann liebevoll umarmen und davon erzählen. Und nein, liebe Leute, ich habe nicht die geringste Ahnung, wieso sie noch immer nichts anhat. Und obwohl Serena ja eigentlich gar kein zweites Kind wollte, fühlt sie sich überglücklich. Aber vermutlich nicht mehr lange, denn am anderen Ende der Welt passiert gerade etwas, das sie so ganz und gar nicht glücklich machen wird. Ich wurde angegriffen. Meine Ärztin meint, es sei ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. Und dieses Wunder nennt sich Cinderella. Das Mädchen hat mich am Boden liegend gefunden und sofort die Rettung alarmiert. Aber wisst ihr, was ich an der Geschichte einfach nicht verstehe? Wer meine Angreiferin war?
Es war Colleen, Olivers Schwester, meine Schwägerin. Warum sollte sie mir das antun? Oliver meint, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Sie wird für immer hinter Gittern sein. Ich würde so gerne verstehen, was da wirklich vorgefallen ist.